Zum Zusatzpunkt Aktuelle Stunde, den ich hiermit aufrufe. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Bedrohung durch Netzwerke von Reichsbürgern und Rechtsextremisten. Ich warte noch einen kleinen Moment, bis alle Plätze eingenommen sind. Gut, dann scheinen alle Ihre Plätze und Unterlagen gefunden zu haben. Und damit eröffne ich die Aktuelle Stunde und gebe das Wort Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns aus einem sehr ernsten Anlass heute zu einer Aktuellen Stunde verabredet, die nicht nur dieses Parlament und die Abgeordneten im Deutschen Bundestag betrifft, sondern viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, ist noch mal deutlich geworden mit dem Zugriff der Reichsbürger-Razzia, was eigentlich in diesem Land an rechten Netzwerken existiert, welche hohe Bereitschaft an Gewalt angeht, wie weit es in die Teile der Gesellschaft verstrickt ist und wie knapp wir den Zugriff zuvor gekommen sind. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier haben Menschen vorbereitet, im Deutschen Bundestag einen Putsch durchzuführen. Sie haben versucht, Waffen einzuschmuggeln. Sie haben Zugriff auf Waffen. Es geht um Hunderttausende von Euro. Es gibt Meldungen darüber, dass diese Ermittlungen noch andauern. Wir sehen die Spitze eines Eisberges. Und wir müssen sagen, dieser Rechtsstaat ist wehrhaft. Er lässt sich von Nazis, Alten und Neuen und auch den Milieus der AfD und der Reichsbürgerszene nicht auf der Nase herumtanzen, meine Damen und Herren. Wir blicken in einen Abgrund an Gewaltbereitschaft. Wir sehen eine enorme Vorbereitungshandlung. Und wir sind da den Ermittlungsbehörden, den Polizistinnen und Polizisten, den Ermittlern dankbar dafür, dass sie so beherzt zugegriffen haben. Wir sind aber auch darüber sehr beruhigt, dass es zu keinen Toten und Verletzten gekommen ist. Denn wir haben bei Reichsbürger-Razzien gesehen, dass Polizisten ermordet worden sind von diesen Reichsbürgern. Wer das verharmlost, wer hier behauptet, es sind Spinner, der macht sich zum Teil des Problems, der ist die Ursache des Problems. Meine Damen und Herren, hier muss eine klare Abgrenzung her. Nichts mit dem Herr Baumann, dass Sie hier reinrufen, Ihre AfD-Kollegin gehört zu den Festgenommenen. Schämen Sie sich, Sie sind Teil des Problems. Sie sind Feinde der Demokratie. Sie versuchen, das Problem herunterzureden. Sie verursachen diese Melange in diesem Bundestag, in dieser Republik. Hass und Hetze trägt einen Namen. Es ist die AfD, meine Damen und Herren. Unmöglich! Schämen Sie sich an Grund und Boden! Es sind Ihre Bediensteten! Es sind Ihre Bediensteten, die Sicherheitsüberprüfung unterlaufen. Sie sind Teil des Problems. Unfassbar! Halten Sie inne! Sie verreden diese Razzia! Hören Sie mit Otto Schiele auf! Der hat Ihnen was gesagt! Unmöglich! Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dort sitzen die Verharmloser rechtsradikalen Terrors. Wer glaubt, dass das ein Rollatorputsch ist, der darf nie vergessen, dass es Ihre rechten Idole wie Paul von Hindenburg mit 77 Jahren waren, als er ins Amt kam, der diese Republik, die erste demokratische Republik, zugrunde gerichtet hat. Sie sind das Problem. Und wir dulden keine Verfassungsfeinde in den Reihen deutscher Sicherheitsbehörden. Diese Verfassungsfeinde sind zu entfernen. Alle Reichsbürger sind zu entwaffnen. Und dafür werden wir auch das Waffenrecht verschärfen, das Disziplinarrecht anpassen, das Beamtenrecht. Es gibt keine Toleranz für die Feinde der Republik, meine Damen und Herren. Und wir sind am Anfang. Es fehlt jede Abgrenzung, es fehlt jede Verurteilung von der rechten Ecke. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man es nicht hoch genug einschätzen, dass wir vor Jahren schon dazu übergegangen sind,
mehr Bedienstete zum Verfassungsschutz zu delegieren. Jeder Beamte, der dort arbeitet, ist ein Beitrag dazu, dass wir diese rechten Netzwerke noch genauer aufklären können. Und mit jedem Beamten wissen wir mehr von den Netzwerken, die sich hier zusammentun. Wir reden über Hunderte von Waffen, wir reden über Hunderte von Objekten, die durchsucht werden. Wir reden davon, dass es einen militärischen Arm gibt. Das ist alles kein Witz, sondern ein ernstes Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gut, dass wir ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen, weil dazu gehört auch Prävention. Es gibt auch hier keinen Verhandlungsspielraum. Man tritt entweder für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein oder ist dagegen. Da gibt es nichts dazwischen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diejenigen von uns, die in den Sondersitzungen dabei waren der Gremien, ob geheimtagend, ob es möglicherweise auch vertraulich und Verschlusssachen waren, es ist schon auffällig. Es ist schon sehr auffällig, welche Fragestellungen da aus der ganz rechten Ecke kommen, nicht nur der Verharmlosung, sondern der Versuche der Ablenkung. Deswegen, hier werden wir hinschauen. Und es ist nicht hinnehmbar, dass Kollegen aus dem Bundestag daran mitwirken, es im Zweifel lassen. Die eine Frage ist dann doch zu beantworten. Kriegen Sie die Radikalisierung eigentlich mit? Ist das reiner Zufall, dass sich da Menschen so radikalisieren? Wer hat denn das gemeldet? Und deswegen werden wir an der Stelle auch überprüfen, wenn Polizistinnen und Polizisten angesprochen worden sind. Es ist richtig, dass das Einzelne angezeigt wurde. Aber ein Polizist, jemand aus den Sicherheitsbehörden, ist einer zu viel. Denn es gibt so viele Tausende von Bediensteten, die jeden Tag sich mit ihrer Gesundheit dafür einsetzen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Und das ist die erdrückende Mehrheit in dem Land. Wir sind mehr. Und wir lassen es uns nicht bieten. Für den Fortgang der Debatte habe ich eine Bitte. Wir haben eine Aktuelle Stunde. Da gibt es keine Zwischenfragen und Kurzinterventionen und sowas alles nicht. Deswegen lebt die Debatte von kurzen Beiträgen, die sich aufeinander beziehen. Wenn eine ganze Gruppe laut ruft, dann verstehen weder die Menschen auf der Tribüne noch die an den Fernsehgeräten noch die Protokollantin was. Zwischenrufe sind möglich. Das ist in unserem Parlament so. Ist auch gut so. Die werden auch protokolliert. Ich empfehle aber für die Debatte, dass wir tatsächlich miteinander debattieren und uns nicht gegenseitig anschreien. Jetzt hat das Wort für den Bundesrat der Landesminister Peter Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass ich als hessischer Innenminister heute eine Ländersicht bei der konsequenten Bekämpfung gegen Reichsbürger und Rechtsextremisten einbringen kann. Bund und vor allem auch Länder führen den Kampf gegen Staatsfeinde und Rechtsextremisten seit vielen Jahren mit aller Konsequenz und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir werden und wir dürfen in diesem Kampf für unseren demokratischen Rechtsstaat nicht nachlassen, meine Damen und Herren. Es waren Hinweise und Ermittlungen aus den Ländern, welche die Umsturzpläne von Reichsbürgern im gesamten Bundesgebiet aufdeckten und diesen Schlag gegen die Szene ermöglichen. Verfassungsschutz, Polizei und Justiz haben diesen Erfolg ermöglicht. Dafür können wir dankbar sein. Von Teilen der Reichsbürger, meine Damen und Herren, geht eine ernste Gefahr für unsere Demokratie und ihre Repräsentanten aus. Sie sehen in der Bundesrepublik keinen souveränen Staat, sie zweifeln sogar an seiner Existenz. Die nun zerschlagene Gruppierung hatte konkrete Pläne, die ohne Gewaltanwendung nicht umsetzbar gewesen wären. Dass es diesem Netzwerk letztlich nicht gelungen wäre, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, mag als gesichert gelten. Sicher ist aber auch, meine Damen und Herren, dass diese Menschen bewaffnet waren, taktisch geschult und Gewalt als legitimes Mittel erachteten. Auf dem Weg ihres Scheiterns hätten sie gleichwohl schweren Schaden für unsere Demokratie anrichten können, wenn zum Beispiel auch Menschen ums Leben oder zu Schaden gekommen wären. Der Fall hat deutlich gezeigt, Reichsbürger mit ihren Ideologien und ihrer Waffenaffinität dürfen von niemandem verharmlost werden. Die Träume von Exilregierungen, Königreichen und in den Raum geworfenen Verschwörungsmythen klingen für manchen noch immer nach Spinnerei. Im Internet und bei ganz realen Treffen befördern sie aber die Radikalisierung Einzelner oder, wie festgestellt, sogar einer großen Gruppe von Staatsfeinden. Ich bin allen Sicherheitsbehörden in unserem Land und ihren Mitarbeitern dankbar, die ihre Erkenntnisse zielgerichtet ausgetauscht
und gemeinsam ein Gesamtbild des mutmaßlichen Netzwerks herausgearbeitet haben. Die schnelle Weitergabe und der ständige Austausch von Informationen untereinander haben in unserem föderalen System funktioniert und die Rädchen ineinander gegriffen. Diesen Austausch benötigen wir auch in Zukunft, um solche Netzwerke erfolgreich auszuheben. Dieser Austausch hat auch unterstrichen, dass die Sicherheitsbehörden aus der selbstkritischen Analyse nach den furchtbaren Morden des NSU ihre Lehren gezogen haben und diese auch beherzigen. Alle haben gemeinsam und konsequent an einem Strang gezogen und gezeigt, dass unser Staat und unsere Demokratie wehrhaft sind und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung beschützt wird. Meine Damen und Herren, unsere Behörden können allerdings nur so gut schützen, wie wir als Gesetzgeber es ihnen letztlich ermöglichen. Waffen haben in den Händen von Extremisten und Reichsbürgern nichts verloren, meine Damen und Herren. Nach wie vor ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Sicherheitsbehörden, Staatsfeinde konsequent ihre Waffen zu entziehen. Seit 2019 bis Mitte dieses Jahres konnten wir allein in Hessen 100 Extremisten die Waffenerlaubnis entziehen. Diese einzelnen Erfolge sind jedoch stets mit sehr aufwendigen Verfahren verbunden, die wir längst durch eine Änderung des Waffenrechts hätten beschleunigen müssen, wie von uns seit Jahren gefordert. Das Waffenrecht müsste dem einfachen Prinzip folgen: Wer dem Verfassungsschutz als Extremist bekannt ist, darf keine Waffenerlaubnis und keine legalen Waffen besitzen. Punkt. Ich teile ausdrücklich die Ankündigung der Bundesinnenministerin, Extremisten entwaffnen zu wollen. Bis heute hat sich außer der kraftvollen Ankündigung aber noch nichts Zählbares getan. Ganz im Gegenteil. Der Koalitionspartner FDP hat erst heute die dringend notwendige Änderung unseres Waffenrechts direkt wieder einkassieren wollen. Und das mit dem in der Sache völlig absurden Argument: Extremisten könnten sich ja dennoch illegal Waffen besorgen. Dies gelte es zu unterbinden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es nicht möglich, dass wir uns bei der Frage, keine Waffen in den Händen von Extremisten, auf eine logische Reihenfolge einigen und am Anfang beginnen? Ist es nicht nachvollziehbar, dass wir zuerst den Legalwaffenbesitz versuchen zu unterbinden? Wer will nicht den Schwarzmarkt austrocknen und illegale Waffen aus dem Verkehr ziehen? Aber diese Ziele zu erreichen, ist, vorsichtig gesagt, noch ein bisschen aufwendiger als die logisch zwingende Regelversagung für Extremisten. Wenn es, Frau Ministerin, juristisch nur mit einer Tatbestandsangleichung im Waffenrecht gehen sollte, um das Prinzip zu erreichen, dann müssen wir das aber schnell umsetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Uneinigkeit in der Ampelkoalition blockiert das konsequente Vorgehen hier für das Prinzip im Bereich der Sicherheitsbehörden im Waffenrecht. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist am Ende für die Sicherheit in unserem Land weder förderlich noch akzeptabel. Der Schlag unserer Sicherheitsbehörden in der vergangenen Woche war gleichwohl ein wichtiges Ausrufezeichen unserer wehrhaften Demokratie. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Irene Mihalitsch für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir reden hier über den größten Antiterror-Einsatz in der deutschen Geschichte. Ein Einsatz im Milieu von Reichsbürgern und Rechtsextremen. Und unser aller Dank gilt den Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern für diesen wirklich sehr guten, gut vorbereiteten und vor allen Dingen erfolgreichen Einsatz, meine Damen und Herren. Reichsbürger sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Sie sind im mehrfachen Wortsinne Feinde der Verfassung. Sie verfolgen eine durch und durch staatsfeindliche Ideologie, die im Kern antisemitisch, revisionistisch und auch antiamerikanisch ist. Hinter der bizarren Idee, Deutschland sei nicht souverän,
steckt die krude Vorstellung, dass Eliten in den USA das alles irgendwie steuern würden. Und wenn man diese Zwiebel weiterschält, kommt man schnell zur sogenannten jüdischen Weltverschwörung. Und es mag vielleicht verrückt klingen, wenn QAnon-Anhänger vom Deep State faseln und sich selbst in einer Allianz der Guten sehen. Doch was diese Erzählungen so wahnsinnig bedrohlich macht, meine Damen und Herren, ist ihre Anschlussfähigkeit bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft. Und deshalb ist es gefährlich, wenn Reichsbürger und Rechtsextreme auf Corona-Protesten Zustimmung finden, wenn Menschen sich nicht daran stören, wenn Reichsbürgerflaggen in Nachbargärten wehen und Verschwörungsideologien, wenn da so gesagt wird, ah ja, doch, da könnte schon irgendwie was dran sein. Nein, meine Damen und Herren, hier braucht es aktiven Widerspruch und hier müssen Demokratinnen und Demokraten entschlossen zusammenstehen. Meine Fraktion hat vor der Gefahr, die von Reichsbürgern ausgeht, schon seit Jahren gewarnt. Und an der Spitze der Verharmloser damals stand Hans-Georg Maaßen, als er noch das Bundesamt für Verfassungsschutz leitete. Und seine Einschätzung hat die Arbeit der Sicherheitsbehörden unter unionsgeführten Innenministerien viel zu lange geprägt. Die Reichsbürger wurden als harmlose Spinner abgetan, aber eben nicht als das erkannt, was sie eigentlich sind. Eine verfassungsfeindliche und terroristische Gefahr für die Sicherheit unseres Landes. Und es ist gut, dass unsere Sicherheitsbehörden inzwischen einen wirklich sehr scharfen Blick darauf haben und diese schlimmen Anschlagspläne vereitelt werden konnten. Aber dass nun trotz aller Erkenntnisse Stimmen laut werden, die von verwirrten Rentnern und einer hysterischen Berichterstattung sprechen, ist hochgradig besorgniserregend. Denn es geht doch nicht um die Erfolgswahrscheinlichkeit eines geplanten Staatsstreichs. Es geht hier doch vor allem um die Terrorgefahr, die Leib und Leben von Menschen bedroht. Und dazu gehört es auch, glasklar zu benennen, dass der parlamentarische Arm dieser Bewegung auf der rechten Seite dieses Hauses sitzt, nämlich in der AfD. Die ehemalige AfD-Abgeordnete war ganz vorne bei den Planungen für diesen Staatsstreich mit dabei. Und in ihrer Fraktion werden Mitarbeiter beschäftigt, ja, die im gewaltbereiten rechtsextremen Milieu zu Hause sind. Ihre Partei ist der Brandbeschleuniger genau dieser demokratiefeindlichen Bewegungen. Auch wenn sie sich noch so sehr bemühen, das alles zu verharmlosen und zu relativieren, das nimmt ihnen keiner ab. Und es ist die Aufgabe aller fünf demokratischen Fraktionen hier im Hohen Haus, eine effektive Brandmauer zu den Demokratiefeinden von rechts zu bilden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, da ist es aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass Sie bei den Protesten der letzten Generation ganz schnell dabei sind, von einer Klima-RAF zu reden. Aber jetzt, wo Sie es mal mit echten Terroristen zu tun haben, schweigen Sie tagelang. Sie sollten dringend Ihren Kompass neu kalibrieren und damit aufhören, Öl ins Feuer zu gießen, auch in anderen Debatten, die wir hier im Haus führen. Werden Sie Teil der Brandmauer, meine Damen und Herren. Denn wir brauchen Sie. Ja, und das rufe ich Ihnen nicht zum ersten Mal zu. Wir brauchen Sie, wenn der Kampf gegen die Feinde der Demokratie erfolgreich sein soll. Dazu müssen wir uns leider erneut wieder mit radikalisierten Kräften auch in Sicherheitsbehörden beschäftigen. Denn es gab gezielte Rekrutierungsversuche bei der Polizei und in der Bundeswehr, sondern und manche waren auch erfolgreich. Auch in der Prävention gibt es viel zu tun. Und deshalb ist es gut, dass das Kabinett heute das Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht hat. Gerade in diesen Zeiten so wichtig und ein Meilenstein, meine Damen und Herren. Und auch für die Arbeit von Polizei und Nachrichtendiensten müssen wir Lehren ziehen. Und ich bin froh, dass wir mittlerweile eine Bundesregierung haben, die auf der Höhe all dieser Herausforderungen angekommen ist. Aber, meine Damen und Herren von der Union, es wäre noch besser zu wissen, wenn wir in solchen Fragen auch auf eine demokratische Opposition zählen können. Ganz herzlichen Dank. Dr. Gottfried Curio hat das Wort für die AfD. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, Leute, die glauben, die staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland bestünde nicht zu Recht, irren sich.
Wenn solche Personen ihrem Irrglauben Gewalttaten folgen lassen wollen, handelt es sich um kriminelle Staatsfeinde. Und wo es dem Staat gelingt, solche Leute rechtzeitig zu enttarnen, zu entwaffnen, festzusetzen, dann zeigt sich ein Stück weit das Funktionieren des Rechtsstaats und vor allem seiner Sicherheitsbehörden. Das gilt auch dann, wenn man, wie der Ex-Innenminister Schily in der Gruppe, Zitat, keine reale Bedrohung erkennen kann und sie schlicht für, Zitat, skurrile Spinner hält. Das gilt auch dann, wenn solche Leute in ihren Fähigkeiten Lichtjahre entfernt waren von einer Umsetzung, verglichen etwa mit dem Türkei-Putsch 2016 mit tausenden Soldaten, Kampfflugzeugen, Panzern, ein selbst dann noch gescheiterter Putsch. Insofern ist es gut, dass die personelle Basis der Festgesetzten hier nur gut 2 Dutzend Leute umfasst, im Zusammenhang mit einer 2-stelligen Zahl von Feuerwaffen. Gut, dass es nicht schlimmer gekommen ist und neben etwa beabsichtigten Straf- und Gewalttaten jedenfalls keine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung Deutschlands bestand. Vielleicht hielt man ja selbst die Leute nicht für so gefährlich, dass man die Festsetzungsaktion quasi vor geladenen Gästen der Medien glaubte, durchführen zu können, mit Namen, Adressen und Zeitpunkt, selbst bei Inkaufnahme des Risikos, dass Beschuldigte Wind bekommen. Eine linken Abgeordnete kritisiert, so eine Festnahme dürfe nicht zu einer Show geraten. Ein bekannter Journalist sieht in einer derart vorab breit gestreuten Aktion eine PR-Operation. Der Generalbundesanwalt bat, doch wenigstens nicht vor 7.30 Uhr zu berichten und nicht zu gefährden. Und so war die Razzia auch nicht wie sonst üblich mitten in der Nacht. Bestellte Fernsehkameras sollten gute Bilder einfangen. Das Einzige, was an diesem Fake-Staatsstreich, an diesem, wie Zeitungen schrieben, Operettenputsch professionell war, war die PR-Operation des Innenministeriums. Wenn das Nancy Faeser nicht ins hessische Parlament trägt, ja was denn dann, meine Damen und Herren? Aber gut, dass die Gruppe hochgenommen wurde, vor allem wenn neben abstrusen Vorstellungen auch konkrete Handlungspläne auftauchen sollten. Man möchte keine Waffe bei denen sehen, auch nicht die 19 Faustwaffen, 25 Langwaffen und 11 Armbrüste. Auch keine Finanzmittel, nicht die 190.000 Euro, die Edelmetalle. Aber um auch Entspannungssignale zu geben, nein, die Demokratie selbst muss eher nicht erzittern, wenn König Heinrich der Fragwürdige beim Kaffeekränzchen auf Schloss Weidmannsheil seine Paladine mit den Ämtern und Würden seines Fantasiereichs belehnt und danach an seine Rentner-Kombo die Schwerter und Armbrüste austeilt. 11 Armbrüste stand dem Land womöglich eine konzertierte Welle von Wilhelm Tell-Aufführungen bevor. Nur gut, dass die rund 20.000 Reichsbürger mit 2.000 Gewaltbereiten immerhin nicht dieselbe Zahlenstärke haben wie die Linksextremisten mit 35.000, gut 10.000 gewaltbereit oder die gut 28.000 Islamisten. Gut, dass der GBA neben den 130 islamistischen Verfahren im ersten Halbjahr 2022 nur 9 im Rechtsextremismus führen muss, auch wenn jedes eins zu viel ist. Ein ideologiefreier Rundumblick klärt da über die Proportionen auf. Gut, dass nach dem Messermord in Illerkirchberg die Menschen immerhin keine Angst davor haben, dass ihre Tochter auf dem Schulweg von einem Reichsbürger erstochen wird. Gut, dass, wie die Generalbundesanwaltschaft Montag berichtet, der Untersuchungsrichter einen dieser Tage oft kolportierten Angriff auf den Bundestag gerade nicht für gegeben sah. Gut, dass niemand wegen des ehemaligen Stadtrats der CDU, Frank R. unter den 25 Festgenommenen, diese Partei dann pauschal kollektiv in Haftung nimmt. Ein letztes ist auch trotz allem beruhigend. Wenn durch die Fülle der Krisen in letzter Zeit bei Bürgern irgendeine Art von Staatsverdrossenheit um sich greifen sollte, die Leute nicht mehr verstehen können, dass Deutschland Kernkraft aus Ideologie abschaltet, leichtfertig seine Energieversorgung zerstört, sich aufregen über die Politik der Inflation, der unbezahlbaren Energiepreise, der permanenten Milliardenschulden, sich aufregen über die Bluttat von Illerkirchen, ein weiteres Opfer in einer Kette von Morden und Messerstechereien. Wenn die Bürger verzweifelt sind, dass, wenn die Zuwanderung groteske Ausmaße annimmt, mit explodierenden Mieten und überforderten Kommunen die Regierung immer noch weitere Anreize zur Migration plant, Chancenbleiberecht für Unberechtigte, Turboeinbürgerung. Wenn all das die Menschen zur Verzweiflung bringt, so müssen sie nicht am Staat, am parlamentarischen System selbst zweifeln. So gibt es Abhilfe innerhalb des parlamentarischen Systems mit der AfD. Da ist die Existenz und Arbeitsfähigkeit der AfD die beste Versicherung des Parlamentarismus gegen politische Bestrebungen, die sich reichsbürgerhaft außerhalb des demokratischen Systems stellen. Die Umfragen sehen die AfD weiter im Aufwärtstrend bei 15-16% auch nach der letzten Woche. Die AfD steht für den parlamentarischen Weg und die Bürger vertrauen ihr immer mehr. Umso besser für die Demokratie, umso besser für Deutschland, meine Damen und Herren.
Das Wort für die Bundesregierung hat der Bundesminister Dr. Marco Buschmann. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher! Wenn die größte Sorge nach diesen Ereignissen Herrn Curio den Umfragewerten seiner Partei gilt, hat er gezeigt, wes Geistes Kind es ist. Ich muss sagen, das ist ekelhaft. Am 7. Dezember diesen Jahres hat einer der größten Antiterroreinsätze der letzten Jahre stattgefunden. Es handelte sich um Durchsuchungen und Festnahmen. Das fand an über 130 Objekten statt. Es waren etwa 3.000 Polizistinnen und Polizisten eingebunden. Die Ermittlungsmaßnahmen richteten sich gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung. Diese terroristische Vereinigung hat nach Überzeugung des Generalbundesanwalts die dafür notwendigen arbeitsteiligen und hierarchischen Strukturen aufgebaut. Und diese mutmaßliche terroristische Vereinigung verfolgte natürlich das Ziel der Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Staates des Grundgesetzes. Dabei gab es Pläne auch zu bewaffneten Überfällen auf Verfassungsorgane. Und natürlich gab es auch Äußerungen, das war ja die Begründung dafür, unter anderem, dass wir hier von einer mutmaßlichen terroristischen Vereinigung ausgehen können. Die setzt nämlich die Anknüpfungsstraftaten von Mord und Totschlag voraus, dass diese Leute mindestens billigend in Kauf genommen haben, dass im Falle von Widerstand durch Polizeibeamte diese Polizeibeamten auch getötet werden sollten. Und das sind die Fakten, die der Generalbundesanwalt seinen Maßnahmen zugrunde gelegt hat, die ein Ermittlungsrichter geprüft hat, die ein Haftrichter geprüft hat und die Grundlage jetzt auch eines fairen rechtsstaatlichen Verfahrens sein werden. Und wer diese Dinge abstreitet und ins Lächerliche zieht, hat einfach nicht verstanden, worum es hier geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Einsatz hat gezeigt, dass dieser Staat nicht blind ist, nicht auf dem linken, nicht auf dem rechten Auge. Dieser Einsatz ist eine logistische, großartige Leistung gewesen. Deshalb möchte ich dem Generalbundesanwalt, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an dieser Stelle für die Leitung dieses Einsatzes danken. Und dieser Einsatz zeigt, diese Demokratie ist wehrhaft. Wir können stolz auf unsere Sicherheitsbehörden sein. Es ist ja im Zusammenhang mit diesem Einsatz gerade wieder, aber auch schon vorher versucht worden, ihn ins Lächerliche zu ziehen. Wir haben das bei Herrn Curio gerade erlebt. Wir haben das von Frau Weidel erlebt, die von einem Rollatorputsch sprach, und von ihrem Kollegen Herrn Bistron, der von dem größten Machtmissbrauch in der Geschichte der Bundesrepublik sprach. Ich muss sagen, das ist absurd und frei von jeder Sachkenntnis. Ich will Ihnen mal berichten, welcher Gefahr sich unsere Polizistinnen und Polizisten aussetzen, wenn sie gegen radikalisierte Reichsbürger vorgehen, die Zugang zu Waffen haben. Ich will Ihnen die Geschichte von Dirk E. erzählen. Die Geschichte von Dirk E., der mit seinen Kolleginnen und Kollegen eines Sondereinsatzkommandos an der Zahl 30 Leute zu einem Objekt ging. Dort hatten wir es mit Wolfgang P. zu tun, ein radikalisierter Reichsbürger, der Zugang zu Waffen hatte. Das haben die Behörden erkannt, haben die Waffenerlaubnis natürlich widerrufen, die Waffenbesitzkarte eingezogen. Und weil er seine Waffen nicht aushändigte, sind die Polizisten des SEK nach Georgenmünd gefahren, um Georg P. zu entwaffnen, was übrigens zeigt, dass das heute auch möglich ist. Und als Dirk E. vor der Tür stand, hat Wolfgang P. das Feuer eröffnet. 11 Schüsse hat er abgegeben. Der Arm ist durchbohrt worden, eine Kugel ist in die Lunge eingedrungen. Und dieser Polizist ist im Einsatz nicht nur verletzt worden, er ist wenige Stunden später im Alter von 32 Jahren gestorben. Das zeigt, welche Gefahr von radikalisierten Reichsbürgern ausgeht, die Zugang zu Waffen haben, meine Damen und Herren. Und wer das ins Lächerliche zieht, versucht, diese Gefahr kleinzureden. Er versucht auch, die Gefahr kleinzureden, der sich unsere Polizistinnen und Polizisten aussetzen, wenn sie in solche Einsätze gehen. Und der zeigt ihnen Wahrheit, dass ihnen Leib und Leben unserer Polizistinnen und Polizisten egal sind. Und dafür sollten sie sich schämen. Ja.
Und deshalb will ich eines sagen, wenn die Zahl von 3.000 Polizistinnen und Polizisten ins Lächerliche gezogen wird, ich habe gerade davon gesprochen, dass DGE und seine Kollegen mit einem Sondereinsatzkommando von 30 Leuten sich einem Objekt genähert haben. Wenn wir von über 130 Objekten ausgehen und von 3.000 Polizistinnen und Polizisten, dann haben wir im Durchschnitt etwa 20 Polizistinnen und Polizisten an der Stelle. Und ich finde es richtig, dass die taktische Einsatzleitung darauf Wert legt, dass man sich auf solche eskalierenden Situationen vorbereitet, dass man in der Lage ist, die Situation notfalls unter Kontrolle zu halten und die Kolleginnen und Kollegen, die unter Feuer stehen, auch zu schützen und zu retten. Und das ist nicht lächerlich, das ist die Fürsorge Pflicht des Dienstherrn für seine Beamten. Es gibt einen Punkt, den ich hier als Bundesjustizminister allerdings auch erwähnen will. Das relativiert allerdings nichts von der Gefährlichkeit. Es ist natürlich so, dass der Generalbundesanwalt diese Maßnahmen und die Informationen über diese Maßnahmen eingestuft hat. Der Generalbundesanwalt hat übrigens keine Pressearbeit gemacht. Wenn Sie das hier behaupten, weise ich das in aller Entschiedenheit zurück. Das hat er mir persönlich versichert. Und mein Ministerium hat dazu auch keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich will an dieser Stelle sagen, wenn Beamte eingestufte Informationen, die sie auf dem Dienstweg erreichen, an Unbefugte weitergehen, dann machen sie sich strafbar nach § 353b des Strafgesetzbuches. Und wenn sie solche Anschuldigungen erheben, dann müssen sie wissen, was sie da tun. Wenn es dazu gekommen sein sollte, dann werden deutsche Staatsanwaltschaften dagegen vorgehen. Auch das gilt im Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Das mindert aber in keiner Weise die Gefährlichkeit und die Bedeutung dieses Einsatzes. Ich will auch noch einen Satz dazu sagen. Die Kollegin Mihalic hat es eigentlich schon erklärt, aber Herr Curio hat es immer noch nicht verstanden. Die Frage, dass wir es hier mit einer terroristischen Vereinigung zu tun haben, hängt nicht an der Frage, ob diese Leute in der Lage wären, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Sie hängt an der Frage, dass sie sich vereinbart haben, dass sie eine arbeitsteilige Organisation aufgebaut haben und bereit waren, die Verbrechen von Mord und Totschlag zu begehen. Und das war nach Überzeugung des Generalbundesanwaltes der Fall. Und dagegen, also das ins Lächerliche zu ziehen, ist wirklich grotesk. Und ich sage an dieser Stelle, natürlich wäre dieser Putsch nicht erfolgreich gewesen, weil die Mehrheit in unserem Lande hinter dem Grundgesetz steht, weil alle Demokratinnen und Demokraten sich eins geschworen haben, dass rechter Autoritarismus nie wieder in diesem Land stärker sein wird als Freiheit und Demokratie. Das hat der Generalbundesanwalt gezeigt. Und wer sich darüber lustig macht, sollte sich ganz andere Fragen stellen. Herzlichen Dank. Martina Renner hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auf zwei Punkte in der Debatte der letzten Tage, auch heute Morgen im Innenausschuss, eingehen, die ich für folgenschwere Fehlannahmen halte. Die erste irrige Annahme ist, dass wir es hier mit einer ideologisch diffusen Szene zu tun hätten. Manche reden gar von einem Salatbar-Extremismus. Und in der Tat, der Geheimdienst behauptet, nur etwa 5% der sogenannten Reichsbürger seien rechtsextrem. Der Rest sei irgendwie nicht zuzuordnen oder es handele sich um deren Wortschöpfung Vertreter verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates. Aber ist es wirklich so schwer zu verstehen, wer diese Leute sind, was sie wollen und warum sie gefährlich sind? Diese Leute verbreiten mitunter auch als Abgeordnete der AfD Rassismus gegen Geflüchtete. Sie verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien über finstere Mächte, die die Welt aus dem Geheimen heraus lenken würden. Sie planen Säuberungen und Entführungen politischer GegnerInnen. Sie halten den Staat für schwach, weil er nicht hart genug durchgreift, und sie wollen eine autoritäre Diktatur. Nennen wir die Dinge doch einfach mal beim Namen. Wir haben es mit bewaffneten Rechten zu tun, die eine Gefahr für viele Menschen und für die Demokratie sind. Und auch der Umstand, dass hier ganz unterschiedliche, zum Teil
krude ideologische Aspekte zusammenkommen, widerspricht nicht dieser klaren Einordnung. Faschistische Ideologie zeichnete schon immer aus, dass sie in der Lage war, disparate, irrationale oder gar esoterische Elemente einzubinden. Wenn wir dieses Problem, dieses Phänomen aber nicht begreifen, dann werden wir es auch nicht richtig bekämpfen können. Und ich glaube, wenn wir schon früher klar gesprochen hätten über die rechte Reichsbürgerszene, dann hätten wir auch konsequenter entwaffnet. Das ist meine feste Überzeugung. Die zweite, nicht weniger folgenschwere Fehlannahme liegt der großen Verwunderung zugrunde, die ich jetzt die letzten Tage immer wieder lesen und hören musste, die die Zusammensetzung dieses Netzwerkes hervorruft. Eine Richterin, Polizisten, Soldaten, Ärzte. Es sei erschütternd und vor allem neu, dass bürgerliche Kreise, ja die Mitte der Gesellschaft, Teil von rechten Verschwörungen seien. Dieses Erstaunen ist gefährlich. Aus ihm spricht das Unvermögen, sich Rechte anders als extremistische Proleten vorzustellen. Es zeugt vom Wunsch, Rassismus und Antisemitismus nur dort zu verorten, wo es möglichst wenig mit einem selbst zu tun hat. Und es offenbart ein gefährliches Unwissen zur Geschichte der extremen Rechte. Erinnern wir uns an das rechte Nordkreuz-Netzwerk. Es waren Soldaten, Polizisten, Anwälte, die Waffen horteten und Gegnerinnen ermorden wollten. Und wer förderte eigentlich die Wehrsportgruppe Hoffmann, deren Mitglieder Shlomo Levin und Frieda Pösch getöteten und aus deren Umfeld das Oktoberfestattentat verübt wurde? Das war ein Verleger und Immobilienbesitzer, ein Adeliger und ein Rüstungsfabrikant, um nur einige zu nennen. Wir können auch noch gerne weiter zurückgehen in der deutschen Geschichte und werden immer wieder sehen, die extreme Rechte war nie ein Phänomen der extremistischen Ränder, der gesellschaftlichen Ränder. Es waren immer die bürgerlichen Kreise, die Stützen der Gesellschaft, von denen die rechte Gefahr für die Demokratie ausgeht. Die nicht abreißende Serie rechter Netzwerke, die sich mindestens seit 2015 auf den Weg machen, einen rechten Putsch vorzubereiten, zeigen, diese Gefahr ist brandaktuell. Für die Bundesregierung hat die Bundesministerin Nancy Faeser jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute vor einer Woche haben wir als Demokratinnen und Demokraten in einen Abgrund geblickt. 3000 Polizeikräfte aus Bund und Ländern, teilweise auch Spezialkommandos, waren im Einsatz, um eine terroristische Bedrohung unserer Demokratie abzuwehren. Dabei wurden 25 Personen festgenommen. Das zeigt, wir handeln und unser Rechtsstaat ist wehrhaft, meine Damen und Herren. Und ich will hinzufügen, das war für alle Beteiligten ein hochgefährlicher Einsatz. Und es war ein hoch erfolgreicher Einsatz. Deshalb möchte ich zu Beginn meiner Rede noch mal all diesen Polizeibeamtinnen und Beamten aus Bund und Ländern, die einen hervorragenden Job gemacht haben, hier ganz herzlich danken für diesen Einsatz. Sie haben unsere Demokratie letzte Woche verteidigt. Applaus 23.000 sogenannte Reichsbürger zählt das Bundesamt für Verfassungsschutz, Tendenz steigend. Diese Zahl ist erschreckend und sie ist nur, Herr Hartmann hat schon darauf hingewiesen, die Spitze des Eisbergs. Denn wir sehen seit geraumer Zeit immer engere Verbindungen zwischen rechtsextremen Gruppierungen, Frau Renner, Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern, aber auch Querdenkern, die jetzt während der Corona-Zeit entstanden sind. Das sollte man auch nicht unterschätzen an dieser Stelle. Und viel zu lange, auch das will ich sehr deutlich sagen, war diese Szene unterschätzt. Viel zu lange wurden Reichsbürger als harmlose Spinner abgetan
Und wir haben es ja heute von Herrn Curio wieder gesehen, wie sehr es verharmlost wurde mit diesem lächerlichen Machen von dieser hochgefährlichen Szene, die mit Waffengewalt agiert. Mein Kollege Justizminister Herr Buschmann hat darauf hingewiesen, was Reichsbürger tatsächlich 2016 in Georgensgmünd angerichtet haben, indem sie brutalst durch die Tür hinweg einen Polizeibeamten brutal ermordet haben. Und wer da noch diese Szene ins Lächerliche zieht wie heute, hat nicht nur nicht verstanden, wo die Gefahren in diesem Land sind, sondern sie verharmlosen sie in einer Art und Weise, die diesem Land extrem schadet und es gefährdet, meine Damen und Herren. Mit dem lächerlichen Herr Baumann, Sie müssen sich schon zurechnen lassen, was Ihre Redner heute hier machen. Und die Reichsbürgerszene, ich will mal einen Blick noch weiten, sie bedrohen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die im Ehrenamt vor Ort sich für andere einsetzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von öffentlichen Ämtern, Journalisten, all diese Menschen, die tätig sind für unsere Gesellschaft, die sich für unsere demokratische Grundordnung einsetzen, die werden von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern bedroht. Und wir haben allein 239 Gewalttaten im letzten Jahr gehabt durch Reichsbürger. Und Sie stellen sich hier hin und verhohnen das. Das ist wirklich gefährlich, eine solche Auffassung im Deutschen Bundestag zu hören. Und gerade deshalb braucht es diese klare Haltung aller Demokratinnen und Demokraten. Und deswegen muss Schluss sein mit der Verharmlosung der Reichsbürger in unserem Land, meine Damen und Herren. Und genau deshalb will ich, dass wir Extremisten und Reichsbürgern entschlossen und konsequent die Waffe entziehen. Da will ich mich auch auf das beziehen, was der hessische Innenminister heute hier gesagt hat. Das ist in vielen Fällen schon passiert durch die Waffenbehörden der Länder. Wir müssen da konsequent weitermachen, aber wir brauchen weiteren Druck. Deshalb müssen wir das Waffenrecht aus meiner Sicht auch weiter verschärfen. Vor allem für einen engeren Informationsaustausch auch zwischen den Behörden, zwischen den Waffenbehörden, zwischen den Sicherheitsbehörden. Das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, daran wird auch keiner einen Zweifel haben, dass das notwendig ist, dass wir nicht wollen, dass Extremisten im Waffenbesitz sind. Und damit wir unsere Demokratie auch weiter wehrhaft bleibt, müssen wir sie von innen heraus stärken. Und dazu gehört es auch, und Herr Kollege Beuth, diese Bemerkung will ich mir aber nicht ersparen, wenn Sie so stark für den Waffenentzug sind, dann sorgen Sie auch dafür, dass Ihre Partei diese Meinung übernimmt. In der letzten Legislaturperiode waren es nämlich CDU, CSU, die verhindert haben, dass es zu Verschärfung im Waffenrecht im Deutschen Bundestag kam. Also deswegen nicht nur dann argumentieren, wenn es gerade passt, sondern diese Linie auch konsequent weiterverfolgen. Das haben Sie in Hessen getan. Aber hier im Bund muss das dann auch folgen. Damit unsere Demokratie wehrhaft bleibt, müssen wir sie aber auch von innen heraus stärken. Und dazu ist Prävention wichtig. Prävention von Anfang an in Kindertagesstätten, in Schulen. Es ist eines der wichtigsten Mittel der Bekämpfung von Extremismus in unserem Land. Und deswegen müssen wir darauf auch fokussieren. Und deshalb bin ich meiner Kollegin Lisa Paus, der Familienministerin, auch dankbar, dass wir heute gemeinsam das Demokratiefördergesetz vorstellen konnten, um die Zivilgesellschaft hier zu stärken, meine Damen und Herren. Sie sehen, wir handeln auch im Bereich der Prävention. Außerdem werden wir das Disziplinarrecht verschärfen, denn wir lassen nicht zu, dass der Rechtsstaat von Extremisten von innen heraus sabotiert wird. Und das schulden wir letztlich allen Angehörigen der Sicherheitsbehörden, des öffentlichen Dienstes. Und das ist die überwältigende Mehrheit, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, meine Damen und Herren. Und diesen Schutz haben die Bediensteten auch von uns verdient. Und deshalb werden wir Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst entlassen und ein schnelleres Verfahren dafür auflegen und konsequentere Ahndung von Volksverhetzungsdelikten auch vorsehen. Den Gesetzentwurf werden wir noch vor Weihnachten vorlegen, meine Damen und Herren.
Ich habe es zu Beginn meiner Amtszeit gesagt, die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung kommt von rechts. Und damit haben wir das letzte Woche gesehen, dass es so ist, meine Damen und Herren, und dass der Rechtsstaat hier konsequent handeln muss. Der Einsatz gegen die Reichsbürgerszene in der letzten Woche hat gezeigt, unser Rechtsstaat ist stark, er ist wehrhaft. Wir werden dafür sorgen, dass es so bleibt. Wir verteidigen die Demokratie gegen alle Feinde, egal von welcher Seite. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Andrea Lindholz jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bundesrepublik hat vor einer Woche einen der größten Antiterroreinsätze ihrer Geschichte erlebt. Und ich möchte daher auch für die Unionsfraktion zunächst einmal ganz herzlich allen Einsatzkräften, dem Generalbundesanwalt und den beteiligten Sicherheitsbehörden für ihre professionelle Arbeit den Dank aussprechen. Es war ein komplexer und gefährlicher Einsatz in der waffenaffinen Szene der Reichsbürger. Und es ist damit auch gut und es ist auch ein Erfolg, dass zahlreiche Beschuldigte in Haft genommen werden konnten und auch niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Auf unseren Antrag hin, liebe Frau Mihalic, und gegen das Votum der Ampel hat die Bundesregierung am Montag das Parlament in zwei Sondersitzungen des Innen- und Rechtsausschusses über den Stand der Ermittlungen informiert. Sie haben sich dagegen ausgesprochen und wir haben gesehen, es war gut, dass das Parlament informiert worden ist. Denn gerade auch die Auswertung der Razzia, die noch länger dauern wird, hat aber bereits am Montag Folgendes deutlich gemacht. Die Reichsbürgergruppe, die die Existenz der Bundesrepublik leugnet und die auch Umsturzpläne verfolgte, war gefährlich. Mitglieder der Gruppe besaßen Waffen, sie konnten mit ihnen umgehen und sie sind auch gewaltbereit. Mindestens einmal hat man sich zu einer Schießübung getroffen. Es wäre daher falsch und es ist falsch, diese Gruppe als bloße Spinnertruppe abzutun. Aber es ist auch klar, und das ist auch gut so, unsere Demokratie stand auch nicht kurz vor einem Umsturz. Es ist für mich unerträglich, wenn von Seiten der AfD versucht wird, den Vorgang mit Worten wie Rollatorputsch ins Lächerliche zu ziehen. Und es ist für mich unerträglich, Herr Dr. Curio, man kann das alles nachhören und den Faktencheck machen, dass Sie auch hier wieder heute mit Ihrer Rede versucht haben, diesen ganzen Vorgang und die Notwendigkeit zu relativieren. Sie müssen sich schon die Frage gefallen lassen, warum ausgerechnet mehrere Mitglieder der AfD, unter anderem ein ehemaliges Mitglied dieses Bundestages, aus ihrer Gruppe im engsten Führungskreis mit vertreten war. Mit Ihren Relativierungsversuchen offenbaren Sie eine schräge Sicht auf unseren Rechtsstaat. Der Generalbundesanwalt hat anhand konkreter Fakten und nicht eben mal einfach so und nicht ohne Grund vom Anfangsverdacht einer Betätigung in einer terroristischen Vereinigung gesprochen. Er geht davon aus und deswegen ist auch sämtliche Relativierung deplatziert. Das gilt im Übrigen auch für die Linken, die von einer PR-Aktion sprechen. Das gilt im Übrigen auch, lieber Herr von Notz, für Otto Schily, der von einer skurrilen Spinnergruppe gesprochen hat. Auszugsweise rausgegriffen ist es genau das. Genau solche Sätze relativieren den Einsatz und hinterlassen bei dem einen oder anderen in der Bevölkerung die Frage zurück, war das alles so notwendig? Und da gehört auch zur Wahrheit dazu, dass auch die Pressearbeit in diesem Zusammenhang hinterfragt werden muss. Es ist doch nicht in Ordnung, wenn die Innenministerin sich hinstellt und sagt, sie habe angeblich erst einen Tag vorher von dem Umstand gewusst. Es ist auch nicht zielführend, wenn der Justizminister dasteht und sagt, sein Haus war es auch nicht. Wenn aber beim Einsatz
massenweise Presse vor Ort ist, schneller da ist als manche Einsatzkraft. Da ist was schiefgelaufen und da erwarte ich auch von Ihnen, dass Sie das aufklären. Es geht hier um den Geheimnisverrat, es geht um den Verrat von Dienstgeheimnissen und ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie diese Vorgänge aufklären und nicht nur sagen, ich habe nichts davon gewusst, weil das kann nicht sein. Und nach den Ausschusssitzungen am Montag im Innen- und Rechtsausschuss ist eines klar. Die Ermittlungserfolge beruhen auch auf Maßnahmen der Innenminister der Union. Ich will das ganz klar sagen. Es war Innenminister Friedrich, der 2012 das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern zur Bekämpfung von Rechtsextremismus gegründet hat. Und das war maßgeblich beteiligt am Erfolg dieser Tage. Das hat auch die Sitzung ergeben. Thomas de Maizière, der Innenminister, hat 2016 die Reichsbürgerbewegung aus gutem Grund die Beobachtung durch den Verfassungsschutz beschlossen. Horst Seehofer hat 2019 unter anderem die Regelabfrage der Waffenbehörden bei Verfassungsschutz mit diesem Haus hier eingeführt, damit legale Waffen möglichst erst gar nicht in die Hände von Extremisten gelangen. Und er hat 2020 in 10 Bundesländern Razzien gegen Reichsbürger durchgeführt und erstmals eine Gruppierung verboten. Der Kampf gegen Rechtsextremismus und gegen Reichsbürger muss nachhaltig, andauernd, auf vielen Ebenen erfolgen. Und dafür steht gerade auch die Union. Und deswegen wehre ich mich auch, liebe Frau Mihalic, gegen Ihren Vorwurf, wir hätten uns nicht gewehrt. Machen Sie mal den Faktencheck, schauen Sie sich mal Pressearbeit von uns an. Wir sind an dieser Frau Stelle Kollegin, ganz glasklar gewesen. Frau Kollegin, Sie hätten zum Ende gekommen sein müssen. Damit komme ich zum Ende. Wir müssen sehen, nach Abschluss der Ermittlungen, gekommen sein müssen. Was noch angezeigt ist, sei es beim Waffenrecht oder an anderer Stelle. Aber dafür habe ich jetzt nicht mehr genug Zeit. Vielen Dank. Für die Bundesregierung hat Lisa Paus jetzt das Wort. Frau Präsidentin, werte KollegInnen, werte Zuschauende, Zuhörende, es sind Soldaten, Polizisten, eine Ärztin, eine Richterin und sogar eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die Sicherheitsbehörden vor einer Woche festgenommen haben bei der Razzia gegen ReichsbürgerInnen. Es sind Menschen, die Verantwortung in unserem Rechtsstaat tragen. Dennoch haben sie sich zu Staatsfeinden erklärt und greifen die Grundfesten unserer Demokratie an. Und das ist schlichtweg schockierend. Und es ist gut, dass unser Rechtsstaat darauf eine klare Antwort gibt. Denn sogenannte Reichsbürger sind eben nicht nur irgendwelche Spinner. Sie haben gute Verbindungen in unsere Institutionen. Sie können durch Insiderwissen Behörden potenziell sogar lahmlegen. Sie haben konkrete Umsturzpläne, die auch über eine Stürmung dieses Hauses verwirklicht werden sollten. Sogenannte Reichsbürger, sie sind Menschen, die unserem Staat und unsere Demokratie zerstören wollen, die auch bereit sind zu töten. Herr Buschmann hat das noch mal sehr klar dargelegt, wie das 2016 gewesen ist in Georgsmünd. Dort haben sie es bewiesen, ein Polizist ist im Einsatz gegen einen Reichsbürger getötet worden. Und deshalb ist es so wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden, dass die Generalbundesstaatsanwaltschaft, dass die Polizei aus Bund und Ländern wachsam waren und dass sie so konsequent gehandelt haben. Eine wehrhafte Demokratie, sie braucht wachsame und kompetente Sicherheitsbehörden, wachsam nach außen, aber auch nach innen. Eine wehrhafte Demokratie braucht engagierte PolizistInnen wie die 3000, die letzte Woche die Razzia in 11 Bundesländern durchgeführt und zum Erfolg geführt haben. Und für ihren Einsatz möchte auch ich mich ausdrücklich und in aller Größe bedanken. Eine wehrhafte Demokratie braucht aber auch eine starke Zivilgesellschaft. Eine Zivilgesellschaft, die die Werte der Demokratie, der Vielfalt und des Miteinanders lebt. Die trotz aller unterschiedlichen Meinungen Kompromisse findet, die gemeinsame Projekte auf die Beine stellt. Dafür stellt mein Ministerium im Bundesprogramm Demokratie leben allein für das kommende Jahr 182 Millionen Euro zur Verfügung. 182 Millionen Euro für die Förderung unserer Demokratie und die Gestaltung von Vielfalt. Für die Prävention von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.
Diese Arbeit, sie fördern wir auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene. Denn Demokratieförderung ist dann besonders erfolgreich, wenn verschiedene Institutionen und Organisationen sich daran beteiligen, wenn eben nicht nur die BürgermeisterInnen und der Gemeinderat, sondern auch der Sportverein mitmacht, wenn die Kirche genauso wie die Polizei, wenn Unternehmen genauso wie der Jugendclub dabei sind. Die weit mehr als 600 Initiativen, die wir durch das Bundesprogramm Demokratie leben fördern, gehen deshalb gezielt an die unterschiedlichen Lebensorte. Auch die Prävention in Haftanstalten und im Internet sind wichtige Bereiche des Bundesprogramms. Denn Demokratie, sie kann nicht von oben verordnet werden. Demokratie braucht Menschen, die sie in den Institutionen der repräsentativen Demokratie vertreten. Demokratie braucht Menschen, die sich in Initiativen und Organisationen für ein gemeinsames Miteinander einsetzen. Diesen Menschen, die unsere Demokratie täglich mit Leben erfüllen, haupt- oder ehrenamtlich, gilt ebenfalls mein Dank. Wir wollen und werden diese engagierten Menschen jetzt noch besser fördern. Denn heute hat die Bundesregierung das Demokratiefördergesetz im Kabinett verabschiedet. Nochmal ganz herzlichen Dank auch an meine Kollegin Nancy Faeser. Dieses Gesetz bringt uns wirklich einen sehr großen Schritt voran. Denn damit haben wir zum ersten Mal den gesetzlichen Auftrag für den Bund geschaffen, zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie, gegen Extremismus, für Vielfaltgestaltung und für politische Bildung in seiner Qualität zu sichern und zu stärken. Ein solches Gesetz hat es bislang in Deutschland nicht gegeben, meine Damen und Herren. Und damit machen wir klar, Demokratieförderung, sie ist eine dauerhafte staatliche Aufgabe. Wir stellen diese Förderung auf eine gesetzliche und damit stabilere Grundlage. Damit schaffen wir endlich Planungssicherheit für die Initiativen. Das Demokratiefördergesetz legt das Fundament für eine längerfristige, für eine bedarfsorientierte und für eine altersunabhängige Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten. Denn die Aufdeckung des Terrornetzwerks zeigt, beim Reichsbürgermilieu handelt es mitnichten sich nur um junge Erwachsene, die vielleicht auf Abwege geraten sind, sondern es handelt sich um Menschen, die voll im Leben stehen und die vorsätzlich unsere Demokratie zerstören wollen. Die wissen, dass ihr Gerede von der angeblichen Diktatur, in der wir alle leben sollen, bei einigen Menschen tatsächlich seine toxische Wirkung zeigt. Und daher gilt es, den Blick in der Präventionsarbeit noch stärker zu weiten, alle Altersgruppen zu erreichen. Was ändert sich durch das Demokratiegesetz konkret? Beispielsweise können wir jetzt das Beratungsnetz für Opfer von rechtsextremer oder rassistischer Gewalt stärker ausbauen. Hier ist eine längerfristige Förderung besonders wichtig, da die Begleitung von gerade traumatisierten Opfern oft mehrere Jahre dauert. Oder auch die Arbeit der mobilen Beratung können wir durch das Demokratiefördergesetz weiterentwickeln. Beispielsweise wurden im Land Brandenburg 2000 Bedienstete zum Umgang mit Reichsbürgern in früheren Jahren geschult und das erste Handbuch dazu ist auch von einem entsprechenden Projekt herausgegeben worden. Aus diesem Fachwissen können wir jetzt ein längerfristiges und breites Unterstützungsangebot machen, so wichtig in dieser Zeit. Sie sehen also, die Bundesregierung ist entschlossen, die Bundesregierung handelt gegen die Demokratiefeinde, aber eben auch für diejenigen, die die Demokratie mit ihrem Engagement und ihrem Mut schützen und sich für sie einsetzen. Und das ist die übergroße Mehrheit in unserem Land. Und deshalb werden die Feinde der Demokratie auch niemals Erfolg haben. Herzlichen Dank. Katrin Helling-Plahr hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Mann Ende 60 am Rande der Gesellschaft, er trägt eine alte Tweetjacke, tippt auf Telegram wirre Texte, hält die BRD für eine GmbH, ist als notorischer Querulant in der ganzen Nachbarschaft bekannt, wird belächelt. So oder so ähnlich haben sich viele bisher Reichsbürger vorgestellt. Die Realität: Richter, Ärzte, Polizisten, Lehrer, ehemalige Soldaten und eine Ex-AfD-Abgeordnete. 400.000 Euro in Bar, Gold- und Silbermünzen, 93 Waffen, Ausrüstung und Satellitentelefone. Konkrete Pläne zu Putsch und Exekutionen, zu Säuberungen bei Kommunalpolitikern und zum Aufbau einer neuen Regierung und Verwaltungsstruktur.
Deutsches Reich, ein geheimer Rat, Heimatschutzkompanien, was wie von vorgestern und vorvorgestern klingt, ist offenbar heute traurige, gefährliche Gegenwart. Dem Generalbundesanwalt und allen beteiligten Behörden und Beamten gilt unser Dank für ihr entschlossenes Vorgehen. Durchsuchungsmaßnahmen in über 130 Objekten in 11 Bundesländern, 25 Festnahmen von Niedersachsen bis Perugia in Italien. 3000 Polizisten waren beteiligt. Das ist ein Erfolg, den es zu würdigen gilt. Ganz offenkundig haben die unterschiedlichen Akteure und Behörden reibungs- und geräuschlos wie Zahnräder ineinander gegriffen. Die Ermittlungen laufen weiter und vermutlich ist das, was schon bekannt ist, nur die Spitze des Eisbergs. Was wir aber schon wissen, eine dreistellige Anzahl von Personen hat sogenannte Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben. Das ganze Ausmaß können wir nur erahnen. Das muss uns zu denken geben und uns zeigen, wir müssen noch wachsamer sein. Die festgenommene AfD-Abgeordnete hat vor etwas mehr als einem Jahr noch hier in diesem Plenarsaal, in diesen Reihen gesessen. Sie hat hier gesprochen. Sie war in der AfD-Bundestagsfraktion offenbar tief verwurzelt. Sie hat ja bis heute Parteiaufgaben und ist Nachrückerin auf der Landesliste. Die AfD hat sie sogar mehrfach für einen Sitz im Vertrauensgremium, das sich unter anderem um die vertraulichen Wirtschaftspläne der Nachrichtendienste des Bundes kümmert, vorgeschlagen. Gut, dass wir sie nicht gewählt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ermittlungen des Generalbundesanwalts haben den Verdacht ergeben, dass konkrete Vorbereitungen getroffen worden sind, um hier im Deutschen Bundestag mit Waffengewalt einen Machtwechsel zu erzwingen. Birgit Malsack-Winkelmann und ihre Verbündeten wollten offenbar hier beginnen, die Demokratie zu beseitigen. Aber nicht nur sie, sondern auch weitere Verdächtige haben eine Nähe zur Alternative für Deutschland oder sind Mitglied. Es geht ihnen allen darum, unsere Demokratie zu beseitigen. Und das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Unser Rechtsstaat ist wehrhaft und auch unsere Demokratie ist wehrhaft. Alle Gewalt geht in unserem Staat vom Volke aus, nicht von radikalen Machtphantasten, die zu blutigem Terror bereit sind. Unsere Aufgabe wird es also sein, noch deutlicher zu machen, wer sich unter dem Deckmäntelchen einer vermeintlichen Alternative für das Land eigentlich versteckt. Aufzuklären, für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu begeistern in die Breite der Gesellschaft hinein. Das geltende Waffenrecht lässt eine konsequente Entwaffnung von Reichsbürgern bereits zu. Hier braucht es das Personal, bestehende Regelungen anzuwenden und auch den exekutiven Willen, dies tatsächlich zu tun. Es kann nicht sein, dass auf Bundesebene eine weitere Verschärfung des Waffenrechts vor allem deshalb den Weg in die Diskussion findet, weil in manchen Bundesländern da in Bezug auf Reichsbürger noch immer nicht entschlossen genug vorgegangen wird. Den Bundestag und seine Liegenschaften werden wir besser schützen müssen, indem wir einen genauen Blick auch auf die ehemaligen Ausweise haben. In die Hände von Birgit Malsack-Winkelmann und ihresgleichen gehören solche Ausweise jedenfalls nicht. Und auch das Disziplinarrecht für Beamte werden wir uns anschauen, denn Beamte stehen in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat. Wer die staatliche Ordnung in Deutschland ablehnt oder gar beseitigen will, der kann kein Beamter sein. Meine Damen und Herren, wir sind dem Generalbundesanwalt für sein entschlossenes Vorgehen zu Dank verpflichtet und wir werden den Weg einer wehrhaften Demokratie weitergehen. Für Träume von bewaffnetem Umsturz ist weder in diesem Haus noch in unserer Gesellschaft Platz. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Martin Plum für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie alle Richterinnen und Richter in unserem Land habe auch ich an meinem ersten Arbeitstag geschworen, mein Amt getreu dem Grundgesetz auszuüben. Die Treue zur Verfassung ist dem Richteramt immanent, genauso wie dem Beamten- und Soldatenverhältnis. Denn gerade diejenigen, die im Dienst unseres Staates stehen, müssen sich zu unserem Staat bekennen,
aktiv für ihn eintreten und sich von allen Staatsfeinden distanzieren. Diese Verfassungstreue war und ist nicht nur für mich, sondern für fast alle Beamten, Richter und Soldaten in unserem Land selbstverständlich. Das zeigt auch und gerade der Einsatz der vergangenen Woche. Und es kann an dieser Stelle nicht oft genug gesagt werden: Wir dürfen dankbar für die Leistung der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sein. Und Frau Kollegin Michalic, an dieser Stelle möchte ich schon noch etwas auf Ihre Einlassung sagen. Wir hätten tagelang geschwiegen. Das verdreht die Tatsachen. Ich darf daran erinnern, wer die Sondersitzungen von Innen- und Rechtsausschuss beantragt hat, die Union. Ich darf daran erinnern, wer sich dagegen ausgesprochen hat, die Ampel. Und ich darf daran erinnern, wer bereits am Samstag diese Aktuelle Stunde beantragt hat, die Union. Wer diese Tatsachen hier nicht zur Kenntnis nimmt, der stellt sie auf den Kopf. Und die Festnahmen der vergangenen Wochen zeigen aber leider auch, dass Verfassungstreue für einige Beamten, Soldaten und Richter eben nicht selbstverständlich ist. Wer hier von Einzelfällen spricht, verkennt die Gefahr, die von diesen Personen für unseren Staat ausgeht. Er verkennt, dass sich unser Staat gerade in Zeiten, in denen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung von Extremisten und Populisten im Inneren und von Autokraten im Äußeren in Frage gestellt und bekämpft wird, uneingeschränkt auf jede und jeden verlassen muss, der in seinem Dienst steht. Und für uns als Union ist deshalb ganz klar: klare Kante gegen alle Staatsfeinde im öffentlichen Dienst. Und klare Kante, das heißt erstens, dass wir bei unseren Sicherheits- und Justizbehörden verbindliche Sicherheitsüberprüfungen vor der Einstellung brauchen, damit Staatsfeinde erst gar nicht Staatsdiener werden. Zweitens, dass wir auch nach der Einstellung regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen brauchen, damit wir Staatsfeinde im Staatsdienst früher erkennen. Drittens, dass wir die Regelung der Union in Baden-Württemberg, Disziplinarmaßnahmen durch Verwaltungsakt statt durch Disziplinarklage zu ermöglichen, ernsthaft prüfen, damit Staatsfeinde einfacher aus dem Staatsdienst entfernt werden können. Und viertens, dass gerade wir Abgeordnete in Anbetracht des Falls Birgit Malsack-Winkelmann überlegen müssen, ob unser Schutz vor straf- und dienstrechtlicher Verfolgung ein Freifahrtsschein für Staatsfeinde zurück in den Staatsdienst sein darf. Und wir begrüßen daher, dass die Bundesinnenministerin einige dieser Vorschläge aufgreifen möchte. Aber Frau Bundesinnenministerin, an dieser Stelle muss auch eines noch mal klargestellt werden. Die Beweislast dafür, dass, wie Sie es gesagt haben, ich anständig bin und mir nichts habe zu Schulden kommen lassen, trägt in unserem Staat weder der Bewerber noch der Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Denn eine solche Beweislastumkehr würde alle Bewerber und Beschäftigten unter einen Generalverdacht stellen, obwohl fast alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es war deshalb auch dringend notwendig, dass Sie sich eindeutig von Ihren eigenen Aussagen distanziert haben. Aber ich erwarte von einer Bundesministerin und zumal von einer Verfassungsministerin, die selbst Juristin ist, dass sie sich auch etwas umgangssprachlich im Fernsehen ausdrücken kann. Und ich entkaufe Ihnen diese Entschuldigung auch nicht ab. Denn Sie haben hier in diesem Saal am 16. März 2022 auf Frage des Kollegen Hertmanns erklärt, ich zitiere wörtlich aus dem Plenarprotokoll, wir wollen insbesondere das Disziplinarrecht und wahrscheinlich auch das Beamtenrecht insoweit ändern, dass wir beispielsweise, das treibt mich schon seit langem um, die Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. War das etwa auch etwas umgangssprachlich erklärt, Frau Faeser? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Richtereid ist für mich nach meiner Wahl in dieses Haus wichtiger denn je. Denn gerade wir als Mitglieder eines Verfassungsorgans haben uns zu unserem Staat zu bekennen und unsere Verfassung aktiv zu verteidigen. Und ich werde mir wünschen, dass wir das vielleicht in Zukunft auch wie viele Landtage und andere Mitglieder der Verfassungsorgane durch eine entsprechende Verpflichtung tun. Staats- und Verfassungsfeinde haben auch in diesem Haus keinen Platz. Und wer in diesen Tagen in Zusammenhang mit der Aufdeckung der Umsturzpläne rechtsterroristischer Reichsbürger von Inszenierung faselt, wer hier über den Irrglauben der vorläufig Festgenommenen sinniert und wer ihre Pläne als Rollatorputsch und Fake-Staatsstaat abschut, der steht nicht auf Seiten unseres Staates und unserer Verfassung. Der steht auf Seiten der Staats- und Verfassungsfeinde. Und wer dort steht, ist keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland. Elisabeth Kaiser hat das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Razzien letzte Woche in 11 Bundesländern durch unsere Sicherheitsbehörden traten Reichsbürger, Netzwerke, demokratiefeindliche Ideologie und Terrorpläne in einem Ausmaß zutage, das sich wohl die wenigsten von uns hätten vorstellen können. Die aufgedeckten Rechtsterrorstrukturen zeigen, wie stark sich die Szene der Reichsbürger, Corona-LeugnerInnen und Organisatoren der Herbstaufmärsche radikalisiert. Es hat sich bestätigt, was die SPD immer schon klar benannt hat und unsere Innenministerin Nancy Faeser sehr deutlich auch ausgesprochen hat. Die größte Bedrohung für unsere Demokratie in diesem Land ist der Rechtsextremismus. Und ich bin froh, dass wir endlich eine Innenministerin haben, die diese Gefahr sehr ernst nimmt und konsequent handelt. Es kommt eben entschieden darauf an, dass unsere Sicherheits- und Ermittlungsbehörden rechtzeitig durchgreifen und, wie nun geschehen, Schlimmeres verhindern. Dieser Schlag war so erfolgreich, weil die zuständigen Stellen intensiv und gut koordiniert zusammengearbeitet haben. Und für dieses verantwortungsvolle Handeln möchte auch ich dem Generalbundesanwalt danken, den Bundeskriminalamt, den Nachrichtendiensten sowie den beteiligten Staatsanwaltschaften, Polizei und Verfassungsschutzbehörden in den Ländern. Ebenso auch für die große Transparenz, mit der die Aufklärer und ErmittlerInnen diese Woche im Innenausschuss das Parlament über die Vorgänge informiert haben. So schützt man unsere Demokratie, Gesellschaft und Parlamente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen wir aber einmal auf die relativierenden oder auch ausbleibenden Reaktionen von einigen, die bei diesem Thema, vor allen Dingen von Meinungsträgern und auch sonst recht sehr lautstarken politischen Stimmen. Wenn man sich das anguckt, dann muss man sich doch angesichts der Gefahrenlage schon recht wundern. Denn was wurde am vergangenen Mittwoch denn beschlagnahmt? Mindestens 93 Waffen, darunter 44 potenziell tödliche Schusswaffen und auch augenscheinliche Feindeslisten. Zudem wollte das Netzwerk offenbar mehrere hundert paramilitärische Einrichtungen aufstellen. Und vor diesem Hintergrund frage ich mich ernsthaft, wie vernebelt muss man denn sein, die aufgeflogenen Terrorpläne herunterzuspielen, wie es einige konservative Kreise und natürlich die AfD hier versuchen? Oder dass man sich eben gar nicht zu dem größten bewaffneten Rechtsterrornetzwerk der letzten Jahrzehnte äußert, wie der Vorsitzende der Union Friedrich Merz es vorzieht. Werte Kolleginnen und Kollegen der Union, auch wenn einige hier noch mal deutlicher geworden sind, ist das doch eine Schieflage Ihrer sicherheitspolitischen Wahrnehmung. Sie müssen sich dann doch schon den Vorwurf gefallen lassen, wieder einmal rechts außen nicht ganz so genau hinzuschauen. Denn zur Wahrheit gehört doch aber auch, dass über Jahrzehnte unionsbesetzte Innenministerien und auch Nachrichtendienste nur halbherzig durchgegriffen haben, wie Frau Mihalic das ja auch noch mal dargestellt hat. Dabei haben die NSU-Terror-Serie, der Mord an Walter Lübcke und die Attentate von München, Halle und Hanau tragischerweise gezeigt, schon eine Schusswaffe genügt, um Tod und Schrecken zu verbreiten. Die Razzien verdeutlichen, wie richtig es ist, dass unsere Bundesinnenministerin schon wenige Monate nach Amtsantritt einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus aufgesetzt hat. Hier braucht es nun schnelle Konsequenzen beim Waffenrecht. Bisher wurden schon über 1000 Reichsbürger mit Waffen entzogen. Aber es ist gut, dass das noch umfassender passieren soll. Und wir müssen genauer hinschauen, wer eigentlich welche Waffen bekommen darf. Außerdem macht die Verstrickung einiger Bundeswehr- und Polizeiangehöriger in das Terrornetzwerk klar, wie wichtig es ist, dass Staatsfeinde konsequent aus den Sicherheitsbehörden entfernt werden müssen. Wer unsere Demokratie verachtet, hat im öffentlichen Dienst nichts verloren. Und dem werden wir nun mit der anstehenden Gesetzesnovelle Rechnung tragen. Ich bin froh, dass die Union das anscheinend auch so sieht. Und es ist an der Zeit, die Rolle der AfD neu zu bewerten. Dass 3 Beschuldigte aus ihren Reihen kommen, das ist kein Zufall, sondern eine direkte Folge der Verachtung für unsere Demokratie in der AfD. Und als geistige Brandstifter liefern sie das ideologische Futter für solche Umsturzfantasien und Gewalttaten. Dr. Kuri hat das ja noch mal deutlich gemacht.
Um das Übel dieser Ideologien aber an der Wurzel zu packen, ist umfassende Prävention immer noch das beste Mittel gegen Radikalisierung. Mit dem Ausbau des Bundesprogramms Demokratie leben zum Beispiel und den Projekten der Bundeszentrale für politische Bildung gegen Desinformation und Verschwörungserzählungen stärken wir unsere Gesellschaft gegen rechtsextreme Ideologien. Und ich bin sehr froh, dass wir nun das Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen, das den Engagierten in unserem Land, dass diese unterstützt, die sich tagtäglich für eine selbstbewusste und lebendige Demokratie einsetzen. Und dass Sie von der Union dieses Gesetz in der letzten Legislaturperiode blockiert haben und die notwendige Stärkung der Zivilgesellschaft immer noch in Abrede stellen, ist unverantwortlich. Deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt als Ampel machen. Vielen Dank. Matthias Helfferich hat jetzt das Wort für 2 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wirklich eine Bedrohung von den Terrorrentnern um den Putschprinzen ausging, dann haben die politisch Verantwortlichen das Leben von 3.000 Beamten gefährdet, indem sie bereits vor Wochen genehme Medienvertreter über den Einsatz informierten. Gegen Straftäter, die in der Vergangenheit auch Polizisten ermordeten, muss mit aller Härte vorgegangen werden. Doch wissen Sie, was mich anwidert? Es ist die zur Schau getragene Besorgnis, die die Bundesinnenministerin samt Establishment in jede Kamera des Landes heuchelt. Unsere Demokratie ist nicht gefährdet, wenn sie von Spinnern abgelehnt wird. Wir haben zu keinem Zeitpunkt in den Abgrund geschaut, Frau Innenministerin. Niemand kann die Demokratie und den Staat delegitimieren. Niemand kann das außer Ihnen. Erst wenn die Bürger das Vertrauen in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat verlieren, dann ist unsere demokratische Ordnung wirklich gefährdet. Und dafür, dass die Bürger unseres Landes auf unseren Staat vertrauen können, sind Sie als Regierung verantwortlich. Sie delegitimieren unseren Staat, wenn türkische Mädchen auf offener Straße von einem geisteskranken Afrikaner abgeschlachtet werden. Sie delegitimieren unseren Staat, wenn der Onkel des ermordeten Mädchens in den Medien fragen muss, wie viele Einzelfälle es denn noch bedürfe, bis man illegale Afrikaner endlich abschiebe. Sie delegitimieren unseren Rechtsstaat, wenn Sie sich weigern, Frau Innenministerin, den afghanischen Gruppenvergewaltiger einer 14-Jährigen endlich außer Landes zu schaffen. Sie delegitimieren unsere Demokratie, wenn Sie all jene zu Feinden der Demokratie erklären, die lediglich anderer Meinung sind. Etche S. aus Illerkirchberg hatte keinen Wassergraben. Keine Parlamentspolizei, keine Spezialkräfte, kein Verfassungsschutz, der Sie vor Ihrem afrikanischen Mörder schützte. Etche S. und Ihre Familie vertrauten lediglich auf Sie. Doch dieses Vertrauen ist zerstört. Ihre Aufgabe ist es als Regierung, den anhaltenden Vertrauensverlust nicht durch aufgeblähte Bedrohungsszenarien abzumildern. Ihre Aufgabe ist es, aus sich heraus echtes Vertrauen in unsere Freiheitsordnung und unseren Rechtsstaat wiederherzustellen. Und dafür stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Konstantin von Notz hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Lindholz, Sie bringen mich jetzt in die etwas verrückte Situation, dass ich mich für ein Zitat von Otto Schily rechtfertigen muss. Aber ich will das gerne tun, weil es hier so oft gefallen ist. Otto Schily hat sinngemäß gesagt, ich kenne diese Gruppe nicht, ich halte sie für ungefährlich. Ich selbst sammle Pilze und ich kann Ihnen sagen, alle, die sagen, ich kenne diesen Pilz nicht, ich halte ihn für ungefährlich, erzählen die Geschichte häufig nicht zweimal. Und deswegen kann ich nur sagen, ein solches Zitat, Herr Baumann, ein solches Zitat ist fahrlässig, unvernünftig, meinetwegen auch dumm. Aber es ist vorsätzlich bösartig, es hier verkürzt zu zitieren, meine Damen und Herren. Und es zeigt, Sie vertuschen, dass Sie selbst ein fulminantes Sicherheitsproblem sind, meine Damen und Herren. Das Verniedlichen von Rechtsextremisten, das Verstärken und Befeuern von radikal antidemokratischen, oft antisemitischen Narrativen, das hat bei Ihnen, das hat man beim Operettenputsch des Kollegen Curio gesehen, einfach Methode. Selbst wenn Sie wie jetzt eine Ex-Kollegin, die Kollegin Helling-Plahr hat es gerade gesagt, die jüngst noch hier im Plenum neben Ihnen gesessen hat
und der Sie Applaus gespendet haben, wenn diese Kollegin in der letzten Woche in den Knast einfährt und da heute noch sitzt, dann hört man von Ihnen keine Nachdenklichkeit, keine Selbstkritik, sondern immer den gleichen bornierten, geschichtsvergessenen, geschmacklosen, die Opfer von rechter Gewalt verhöhnenden Zynismus, meine Damen und Herren. Ob Hanau, Halle oder auch jetzt, Herr Curio, von der AfD immer die gleiche Leier. Die Täter seien wohl ein bisschen verrückt, verwirrt, senil, nicht ganz richtig im Oberstübchen. Die Pathologisierung von rassistisch und antisemitisch motivierten Gewalttätern, die in der Geschichte der Bundesrepublik seit 1945 Hunderte von Menschen ermordet haben, weil sie schwarz, jüdisch, liberal, links, türkischstämmig, obdachlos, Vertreter von Merkels Flüchtlingspolitik oder was auch immer waren. Diese Verharmlosung ist schlicht unerträglich und dieses Hauses unwürdig, meine Damen und Herren. Nun hört man ja das Argument, ein erfolgreicher Staatsstreich habe ja irgendwie nicht unmittelbar bevorgestanden. Häufig haben wir hier auch gehört. Aber, und Herr Baumann, dafür braucht man rudimentärste Geschichtskenntnisse. Man darf von der Abgründigkeit und der Abwegigkeit vieler Ziele von Extremisten eben nicht auf ihre Harmlosigkeit schließen. Die Rote Armee-Fraktion wollte mit ihren Bomben und mit ihren Terrormorden die Arbeitermassen dazu bringen, sich zu erheben und sich ihrem antiimperialistischen Kampf gegen das System anzuschließen. Ist das hanebüchener, weltfremder Wahnsinn? Ja, das ist es allerdings. Hat das die RAF? Hat sie das ungefährlich gemacht? Nein, wohl kaum, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das Verniedlichen von schlimmsten Ideologien wie den Reichsbürgern, QAnon und Nationalsozialismus-Anhängern, dieses Verharmlosen, strukturelle Verharmlosen von Menschenfeindlichkeit, es ist wesensprägend für ihre politische Organisation, die AfD, meine Damen und Herren. Was das für die Frage der Verfassungsfeindlichkeit Ihrer Partei bedeutet, müssen andere, dafür zuständige Behörden und unabhängige Gerichte entscheiden. Aber eines weiß ich, Sie sind ein immanenter Teil dieses akuten extremistischen Problems dieses Landes, meine Damen und Herren. Sie von der AfD sind sich nicht zu schade, all diesen Extremisten ein politisches Angebot zu machen und ihre ideologischen Motive zu wiederholen und zu verstärken. Wenn man Herrn Curio genau zugehört hat, hat man es auch gehört. Es gibt unzählige Zitate, Herr Baumann, bei Höcke, von Storch, Weidel und vielen, vielen anderen Funktionsträgern der AfD, die das abwegige, stark antisemitische Narrativ vom großen Bevölkerungsaustausch anteasern, nacherzählen oder bestärken. Genau diese abstruse Verschwörungsideologie des Great Reset war in den letzten Jahren immer wieder der Treibstoff für zahlreiche schlimmste Mord- und Terrortaten. Und deswegen ist Ihr Mangel an glaubwürdiger Distanzierung hier eine Schande für dieses Haus, meine Damen und Herren. Unsere wehrhafte Demokratie ist militanten Verfassungsfeinden entschlossen in die Parade gefahren. Das ist gut so, und dafür bin ich sehr dankbar. Es ist ein erster Schritt. Herzlichen Dank. Das Wort hat Manuel Höferlin für die FDP-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir blicken heute auf Vorkommnisse der letzten Woche, die viele hier in dem Ausmaße sich nicht haben vorstellen können. Die Planung eines Versuches, eines Umsturzversuches, eines Versuches, die Verfassung, die zentralen demokratischen Werte dieses Landes anzugreifen. Und uns allen muss es eine Warnung sein, mit welcher Akribie diese Pläne im Detail vorbereitet wurden. Da wurden Waffen und Geld besorgt. Übrigens nicht nur die 90 Waffen, die Sie direkt bei den Durchsuchungen gefunden wurden, sondern auch ein weiterer Zugriff auf über 200 Waffen
eines Legalwaffenhändlers, der Teil des Netzwerkes war. Da wurden Unterstützer angeworben, Verschwiegenheitserklärungen wurden unterschrieben, bei denen die Strafe des Verrats teilweise mit dem Tod bestraft wurde. Da wurde die Aufstellung bewaffneter Einheiten, Heimatschutzkompanien geplant, Ausrüstung geplant, ein Verpflegungskonzept erstellt und Hierarchien entworfen. Eine eigene neue politische Ordnung auf den Grundfesten des Reichs von 1871 gedanklich aufgebaut. Und das alles sollte mit Zielen von Gewalt durchgesetzt werden. Und der Tod wurde absichtlich in Kauf genommen. Das alles zeigt, warum man das nicht ins Lächerliche ziehen kann. Und ich bin entsetzt darüber, wie Teile der AfD diesen Vorgang immer noch, auch Sie, Herr Baumann, heute Morgen im Morgenmagazin wieder ins Lächerliche gezogen haben. Es ist ein gravierender Unterschied zwischen dem, was Sie auch gesagt haben, nämlich dass Sie, Herr Baumann, heute Morgen sich auch als Opfer dargestellt haben. Die Meinungsfreiheit sei gefährdet und man sei eingeschüchtert worden aus Ihrer Ecke. Und es ist ein Unterschied, ob man hier sitzen kann wie Sie und die Meinung frei äußern kann. Sie können hier alles sagen, was Sie wollen, und Sie können darum kämpfen, dass man Ihnen folgt. Und die das ist ein Unterschied, ob man das so macht oder die demokratische Grundordnung mit Waffengewalt bekämpfen will. Manchmal muss man sich fragen, sind Sie eigentlich der politische Arm der Reichsbürger oder sind die Reichsbürger der militärische Arm der AfD, meine Damen und Herren? Sie mit Ihrer Meinungsfreiheit müssen wir aushalten. Die, die mit Gewalt vorgehen, die sind eine Sache für die Staatsanwaltschaft, und das ist der Unterschied. Sie müssen wir erdulden, das andere werden wir nicht ertragen. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was in dem Gedanken dieser Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker, die sich zusammengetan haben, mit Wollen und Können vielleicht möglich war. Nicht alles, was sie gedacht haben, kann man mit den Mitteln anstreben, aber der Justizminister hat gesagt, das ist nicht das Entscheidende, sondern eine terroristische Vereinigung mit dem Tode in Kauf zu nehmen. Das ist die Anklage. Und ich glaube, diese besondere gefährliche Gefahr ist nicht das, was dort gedacht wird und was gesagt wird, denn wir haben Meinungsfreiheit. Aber die Mischung, die toxische Mischung dieser Ideologien, gepaart mit militärischen Fähigkeiten von mindestens 8 Personen in diesem Netzwerk, mit Personen, die Spezialkenntnisse aus dem militärischen und polizeilichen Bereich haben, mit Zugriff auf über 200 Waffen, mit Insiderwissen einer ehemaligen AfD-Abgeordneten der Strukturen und der Räumlichkeiten hier, mit Planungen in der Detailtiefe. Das ist das Brandgefährliche dieses Vorgangs, und deswegen bin ich sehr glücklich, dass die Behörden im richtigen Moment zugegriffen haben und diese Truppe hochgenommen haben, meine Damen und Herren. Trotz des Erfolgs müssen wir uns sagen, die Gefahr durch Reichsbürger ist damit nicht gebannt. Wir müssen uns auch intensiver als bisher die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit Menschen, die in diesen Bereich driften, um? Denn es handelt sich eben nicht um breitbeinige Spinnereien am Stammtisch. Es hat sich gezeigt, dass die Verachtung für die demokratische Grundordnung, die vom Parlament hier auch immer wieder befeuert wird aus der rechten Ecke, auch in vielen Teilen der Menschen draußen außerhalb dieses Gebäudes weitergetragen werden. Und die Feinde dieser Gesellschaft finden wir nicht mehr nur noch an den Rändern. Sie finden sie unter Richtern, unter Beamten, unter Soldaten, unter Köchen, unter Menschen, die also selbst in unserem Staat leben und ein Eid auf ihn geleistet haben. Und ich befürchte, dass, wenn diese Reichsbürger dort so agieren und hier im Parlament sitzen, dass wir viel stärker als bisher diese Menschen abholen müssen. Ich bin nicht bereit, dass Menschen, die diese Verschwörungsideologien über sich ertragen, verloren gegangen werden an die politische Rechte. Wir müssen darum kämpfen, dass Menschen in Deutschland diesen Staat schätzen, diese demokratische Grundordnung schätzen, sie verteidigen und sie nicht mit Gewalt angreifen wollen. Das ist das, was wir mit Entschlossenheit vorantreiben wollen, und das ist das, was die Koalition auch in Zukunft machen wird. Herzlichen Dank. Das Wort hat Michael Breimann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist heute viel gesprochen worden von wehrhafter Demokratie, und es ist heute oft erwähnt worden, dass die demokratischen Parteien zusammenstehen müssen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nur wundern, und es ist auch wirklich ärgerlich und auch nicht gut für unsere Demokratie, wenn ich die Rede der Kollegin Kaiser höre und auch Vorrednerinnen und Vorredner, die der Unionsfraktion vorwerfen, sie hätten zu wenig gegen Extremismus getan. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es war die unionsgeführte Bundesregierung, die einen Kabinettsausschuss gebildet hat, die 89 Einzelmaßnahmen, konkrete, mit auf den Weg gebracht hat und mehr als 1 Milliarde Euro von den Jahren 2021 bis 2024 zur Verfügung gestellt hat gegen den Kampf gegen Rechtsextremismus. Ganz konkret, wir haben uns von Ihnen nichts zu belehren lassen. Und wenn wir von wehrhafter Demokratie sprechen, dann sage ich auch, dann gehört dazu eine Regierung, die einig ist bei den richtigen Fragen und bei den Lösungen. Wir haben viel von der Ministerin heute zum Waffenrecht gehört. Das sind aber allgemeine Ankündigungen. Nichts Konkretes. Der Bundesjustizminister von der FDP schweigt sich aus, und die FDP-Fraktion lässt über einen Fraktionsvize vermelden, dass man eine generelle Verschärfung des Waffenrechts ablehnt. Und Sie wollen uns kritisieren, dass wir zu still und zu ruhig werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und es ist auch viel zur AfD gesagt worden. Ich kann nur sagen, die Debattenbeiträge, aber auch die Zwischenrufe der AfD-Fraktion zeigen eigentlich, dass Sie bei der AfD, dass Sie völlig zu Recht als Verdachtsfall des Verfassungsschutzes eingestuft werden. Und ich finde, es ist jetzt auch richtig und wichtig, dass Ihre Rolle, die Rolle der AfD-Fraktion als AfD, als Sammelbecken für radikalisierende Gruppen, jetzt auch weiter Stück für Stück offengelegt wird. Denn es gibt keine Gründe zur Verharmlosung der Reichsbürgerszene. Nein, die Beschuldigten besaßen weitgehende Pläne, scharfe Waffen und nicht unerhebliche Geldmittel. Und da ist die Lage zwar beherrschbar, aber definitiv nicht harmlos. Das muss man ernst nehmen. Diese Personen, die Festgenommenen, hätten definitiv Schaden anrichten können. Und die Szene wirbt ja weiter über unzählige Telegram-Kanäle um Sympathisanten. Denken wir nur, und das ist auch gerade angeklungen, an die Todesfälle und Verletzungen bei Polizeibeamtinnen und Beamten bei vorherigen Aktionen gegen Reichsbürger. Daher an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte und Sicherheitsbehörden für ihren geleisteten Dienst. Ich möchte aber einen weiteren Dank anschließen. Ich möchte mich auch im Namen meiner Fraktion bei Bundestagspräsidentin Baas bedanken. Und es ist schon erstaunlich, und es wurde ja auch vorhin schon angesprochen, dass die wichtigen und wirklich sehr zielführenden Sondersitzungen des Rechts- und Innenausschusses nur gegen den Willen der Ampelkoalitionäre zustande kam. Und als Begründung gaben Sie bei der Koalition vor, den Behörden solle genügend Zeit gegeben werden, um den Sachverhalt aufzuarbeiten. Es ist heute noch mal klar geworden, und Sie haben es ja auch selber eingestanden, das war ein sehr, sehr schwaches Argument. Ich muss nach der Sitzung am Montag sagen, ich bin in dieser Legislaturperiode noch nie so umfassend, auch zeitlich, in einem Gremium von BKA, Generalbundesanwalt und Bundesamt für Verfassungsschutz informiert worden. Das hat Maßstäbe gesetzt, und es bleibt auch hoffentlich so. Aber es war richtig, und deswegen sieht's ja auch, zeigt man ja auch noch mal, dass wir handlungsfähig waren und gehandelt haben. Es war richtig so, dass wir diese Sondersitzung als CDU-CSU-Fraktion beantragt haben. Und deutlich geworden in dieser Sondersitzung ist im Übrigen auch, adressiert an die Linke, die Reichsbürger-Selbstverwalter-Szene, das ist schon eine sehr, sehr eigene, ganz besondere Mischung von Personen, die gefährlich ist. Es ist eine Mischung von ganz verschiedenen Charakteren, Verschwörungstheoretikern, QAnon-Gläubigen, Querdenkern, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Und die Sicherheitsbehörden schätzen, dass von den 22.000 bis 23.000 Personen im Szenebereich circa 5% klassische Rechtsextreme sind. Und deswegen sollten wir nicht so tun, als wenn das alles Rechtsextreme sind und wir pauschal das Etikett Rechtsextremismus an die Reichsbürgerszene setzen. Das wäre fatal. Wir brauchen einen 360-Grad. Und eines möchte ich auch noch mal zum Schluss sagen. Unsere Demokratie ist wehrhaft. Demokratie lebt, wenn die Bürgerinnen und Bürger für sie eintreten und starke Stimmen sie verteidigen. Deswegen sollten wir alle gemeinsam als Demokraten handeln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dirk Wiese hat das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! In der vergangenen Woche hat dieser Staat gezeigt, hat diese Demokratie, dieser Rechtsstaat deutlich gemacht, dass diese Demokratie gegen die Feinde dieser Republik, gegen die Feinde einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, gegen die, die ein anderes Deutschland wollen, eine andere Grundordnung wollen, wehrhaft ist. Und ich bin allen, und das ist oft gesagt worden heute hier in dieser Debatte, allen, die da in der letzten Woche zu beigetragen haben, insbesondere denjenigen aus den Sicherheitsdiensten, denjenigen aus der Polizei, dankbar, dass das aufgedeckt worden ist und das, was Sie vorhatten, verhindert worden ist. Und da gebührt allen unser Dank. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, mir liegt eine doppelte Einsicht am Herzen. Erstens, dass unsere offene Gesellschaft und Demokratie mit vielen Unvollkommenheiten behaftet ist und auch Politiker nicht frei von menschlichen Schwächen sind. Und es wäre auch ein Irrtum, unsere Demokratie zu einem Ideal zu erheben, in dem alles komplett funktionieren würde. Nein, das ist es auch nicht. Aber er hat zweitens gesagt, und das ist entscheidend, gleichwohl haben wir Deutschen unserer katastrophalen Geschichte wegen allen Grund, mit Zähigkeit an dieser Demokratie festzuhalten, sie immer wieder zu erneuern und immer wieder ihren Feinden tapfer entgegenzutreten. Und da sind wir alle gefordert, das gemeinsam zu machen. Da sind wir alle in diesem Land gefordert. Und ich will das ganz deutlich sagen, weil Herr Baumann an der einen oder anderen Stelle gerade Zitate von Otto Schily nicht ganz lesen kann. Herr Baumann, ich will Ihnen mal eins sagen. Die SPD wird im kommenden Jahr 160 Jahre alt. Und seit 160 Jahren wissen wir, dass der Feind dieser Republik rechts steht. Und wenn Otto Schily heute zugehört hat in dieser Debatte und vielleicht im hohen Alter heute zugehört hat, ich kann Ihnen sagen, das, was Sie hier reingerufen haben, er würde seinen Helm und seinen Knüppel wieder rausholen. Er weiß, wo der Feind dieser Republik steht. Und liebe Uni-Kolleginnen und Kollegen der Union, lassen Sie mich auf ein, zwei Punkte auch noch mal eingehen. Erstens, am vergangenen Mittwoch gab es eine Unterrichtung aller Fraktionen, auch Ihrer. Und ich bin Ihnen auch durchaus dankbar, dass Sie das gerade mit der Sondersitzung noch mal hervorgehoben haben und auch erwähnt haben. Denn, und das hat man ja auch gemerkt in den letzten 48 Stunden, viele von Ihnen in der Unionsfraktion haben durch diese Sondersitzungen, glaube ich, erst mal gemerkt, was da letzte Woche vorgefallen ist. Das will ich noch mal eindeutig unterstreichen. Dass ein Fraktionsvorsitzender der CDU, der Ende 2021 in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, bei der Abgrenzung nach rechts sind wir konsequent, dass man in so einer Situation 5 Tage lang schweigt, das geht nicht. Das halte ich für ein Unding. Und jetzt will ich auch noch mal ganz kurz auf Herrn Breilmann eingehen. Herr Breilmann, Sie haben gerade einige Punkte auf Zuruf hier versucht klarzustellen, weil Sie sind erst Mitglied des Deutschen Bundestages seit Oktober 2021. Und ich war in der letzten Legislaturperiode in vielen Gesprächen mit dem Bundesinnenministerium dabei, in vielen Gesprächen letztendlich mit den Kolleginnen und Kollegen Ihrer Fraktion dabei. Und ich muss das noch mal deutlich unterstreichen. Am Ende der letzten Legislaturperiode, als wir den Maßnahmenplan Rechtsextremismus in Teilen umsetzen wollten, als wir das Demokratiefördergesetz einführen sollten, da hätte Horst Seehofer lieber auf dieser Seite des Hauses gesessen und hat sich in Teilen für Ihre Fraktion geschämt, weil Sie nicht mitgemacht haben, diese Dinge umzusetzen. Und das gehört heute zur Ehrlichkeit mit dazu. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Innenminister Beuth, ich bin dankbar, dass Sie heute auch hier in dieser Debatte das Wort ergriffen haben und auch noch mal einiges sehr deutlich gemacht haben im gemeinsamen Kampf, dem wir gegenüberstehen. Ich glaube aber, und ein bisschen Selbstkritik ist angebracht, Hessen ist jetzt nicht das Beispiel und gerade das hessische Innenministerium, das in vergangenen Jahren durch Transparenz und Aufklärung im Kampf gegen rechts die Vorreiterrolle eingenommen hat. Ich glaube, da ist einiges zu tun bei Ihnen. Und wenn Sie heute hier das Versprechen abgeben, dass es besser wird, dass besser ausgeführt wird, dann ist das, glaube ich, ein Erkenntnisgewinn an sich schon. Von daher ist jetzt die entscheidende Frage, was wir tun wollen und was wir tun müssen. Wir müssen sicherlich das Sicherheitskonzept hier im Bundestag uns noch mal sehr genau anschauen. Wir wollen das Demokratiefördergesetz, was heute auf den Weg gebracht wurde,
worden ist, zügig verabschieden. Wir wollen gleichzeitig beim Disziplinarrecht sehr genau hinschreiben, schauen. Verfassungsfeinde müssen leichter aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden, und das auch durch Verwaltungsakt. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir wollen auch beim Waffenrecht hinschauen. Da, wo Lücken sind, wollen wir diese schließen, und das ist richtig, und das müssen wir auch gemeinsam angehen. Und zu guter Letzt lassen Sie mich einen Satz sagen, weil ich doch ziemlich schockiert war über die Rede des Kollegen Helfferich. Ich muss schon sagen, die deutsche Rechte im Jahr 2022 ist eine bizarre Kreuzung von Stahlhelm und Aluhut. Das, was Sie hier geredet haben, ist dieses Hauses unwürdig. Sie sind aus Ihrer eigenen Fraktion ausgeschlossen worden. Und das Schlimme ist, Sie haben alle applaudiert, und das ist, macht einen fassungslos. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet.